Willkommen zurück zu XCOM 2. Wir sind hier mitten in einer Rettungsmission und zwar sollen wir eine VIP retten. Wir sollen alle XCOM-Soldaten ausschalten und zum Extraktionspunkt uns begeben. Jetzt gehen wir hier mal mit unserer Rangerin auf Feldposten. Also Feuerschutz. Wir haben schon Edwin-Soldaten entdeckt. Die bewegen sich da hinten irgendwo. Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Na super. Das höre ich doch richtig gerne. Warum werde ich hier entdeckt? Das verstehe ich nicht. Ja. Dann mal hier hin. Ne gut, da waren ja eh die Laufrunden erschöpft. Gut, die machen uns halt wieder Druck. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen Risiko eingehen. Los. Dann... Ach, wisst ihr was? Dann halt ohne Deckung. Hauptsache rüber auf die andere Seite. Und dann dort hoffentlich verschanzt. Spurte los. Gut. Rücke aus. Ich hoffe mal nicht, dass von hinten... Ah, ich glaube es nicht. Hier ist Map-Begrenzung. Gut. Und unsere Sunny, die darf mal hier hin. Okay, bin unterwegs. Bleibe hier. Da kommen die Soldaten. Ah, entdecken die uns? Wir versuchen erstmal hier mit der Einheit. Wir ziehen die mal nach hier und dann auf Feldposten. Also Feuerschutz. Weil ich nicht genau. Nee, wir machen da gar nichts. Wir lassen das mal so. Aber da. Wir lassen das mal so. Ich würde gerne den Zug beenden und unsere Sunny auswählen. Die soll mal hier hin. Verstanden. Rücke aus. Und jetzt... Der nächste Heavy. Ja, da wird man entdeckt. Warum? Ah, ne, hier wird man nicht entdeckt. Gut. Schon dabei. Und... Hierhin. Alles klar. Und unsere Rangerin, die bleibt schön heimlich still und leise hier auf Feuerschutz. Liebe Feuerschutz. Gut, wenn wir hier reingehen, werden wir wohl offenbar entdeckt. Dann warten wir bis zur Erstürmung des Gebäudes einfach noch einen kleinen Tick. Bin dabei. Unsere Medic, die soll mal... Es kann natürlich auch sein, dass von hier Einheiten kommen. Die soll mal schön hier bleiben. Augen auf. Und hier auch... Feuerschutz. Halte die Augen offen. Oh oh. Sie haben uns entdeckt. Nicht gut. Schön. Das gab ein ordentliches Blutbad hier. Feindliches Ziel erledigt. Hm.
Na, klasse. Was haben wir hier? 3 Vipern. Gut. Als allererstes muss der Typ hier weg. 75%. Bei wie viel Treffer? Wenn ich das Schwert nehme, dann ist er 100%ig weg. Das machen wir einfach mal. Also 100%ig weg ist so eine Sache, ne? Ja, genau. Habe ich mir gedacht. Nicht so toll. Was betäubt? Betäubt ist natürlich nice. Was haben wir hier? 70%. Auch 70%. Wenn der betäubt ist, dann ist der in der Runde zumindest keine Gefahr. Deswegen probieren wir es mal auf die Viper. Was haben wir denn mit schwerem Schuss? Mit schwerem Schuss hätten wir 53. Das ist mir... ist mir... Wir machen das mal. Wir versuchen das mit... Ah, jetzt habe ich den falschen ausgewählt, oder? Gut, ich habe eh daneben geballert. So ein Ärger. Überprüfe Visier. Ja, überprüfe mal Visier. Das wäre dringend nötig. Gut. Granate. Können wir die vielleicht... beide treffen? Nee, können wir nicht. Nicht so dramatisch. Granate geworfen! Die Deckung ist dann weg und das ist auch schon mal was. Ah doch, die haben wir doch getroffen. Sehr gut. 2 Vipern getroffen. Und hier haben wir 72% und 72%. Wie viel haben wir denn von hier hinten aus? 71%. Dann soll er mal sein Glück versuchen. Leider nur 2 Schaden. Das ist natürlich doof. Ich habe es wohl nur gestreift. Ja, nur gestreift. Reservemunition. Wie schaut's denn hier mit der Brandgranate aus? Hau die mal raus. Gut, eine ist weg, die andere brennt und wir werden jetzt mal schauen. Lasst mal schauen, was das mit dem Hacken bringt. Greife aufs System zu. Müssen wir ja nicht durchziehen. Können wir ja zum Glück erstmal schauen. Meistens sind die Hackangriffe von den Prozent so schlecht. Ja, hier, seht mal hier. 39% Wahrscheinlichkeit. Soldat erhält völlige Immunität. Die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ hoch, ne, dass das klappt. Das machen wir nicht. Das ist mir zu riskant. Da würde ich doch viel lieber den ausschalten wollen mit 63%. Was haben wir hier? Abschusszone. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Nee, das machen wir nicht. Aber gut, dass wir es haben. Das, komm, 63%. Hau den jetzt weg, komm. Ah, schon wieder daneben. Das gibt's dann. Okay, nicht erwischt. Da hat er aber auch ein Glück. Gut, die zweite Viper ist down.
Ja, das mit der Brandmunition ist gut. Also mit der Brandgranate ist gut. Das ist schlecht. Sie haben mich erwischt! Ja, haben sie. Hier wickeln sie den Großteil ihrer Gentherapiebehandlungen ab. Zumindest die, die der Öffentlichkeit bekannt sind. Umschlungen ist nicht schön. Wir knipsen den jetzt aus hier. Ja. Hoffe ich doch zumindest. Waffe abfeuern. Der ist down. Der ist erledigt. Sehr gut. So, Blue Chrom, jetzt hoffe ich mal, dass du den weghaust oder zumindest anschießt, damit unser Scharfschütze freikommt. 63%. Jawohl. Damit ist unser Scharfschütze frei. Und der kann sich gleich herzlich bedanken. Wunderbar, ja. Ein Treffer, so ein Scheiß. Aus der Distanz. Nochmal, komm. Jawohl. Gut. Na, was sagt ihr dazu? Schönes Ding, schönes Ding. Da geht nichts mehr. Dann ziehen wir mal unsere Soldaten hier ins Gebäude. Verstanden. Gut. Der nächste. Wechsle Position. Kann dann noch auf Feldposten gehen, das ist gut. Mir entgeht nichts. Ich sag immer noch Feldposten, das ist echt. Ich krieg das einfach nicht aus dem Kopf. Das heißt ja Feuerschutz und nicht Feldposten, aber. Jawohl! Gut. Ach, Mann. Okay. Irgendwas gepanzertes. Und auf jeden Fall ein Codex. Der sich schon sofort wieder klont. Zum Kotzen. Aber die stehen schön dicht beieinander. Das ist gut. Das ist gut. Wo ist denn unser... Kann... Warte mal, Sturm und Schuss können wir mal machen. Stürmen und schießen! Jawohl. Mach mal. Bin dabei. Gut. Feuerschutz. Feuerschutz. Und jetzt hauen wir mal eine Granate da rein. Wir treffen sie auch alle. Oder täuscht es wieder? Nee, wir treffen sie alle. Hau rein, das Ding. Sehr schön. Ja, schimpf du nur rum. Wunderbar, was haben wir hier? 80%. Mir macht der Codex da draußen gerade ein bisschen Kopfzerbrechen. Wartet mal. Wo ist der hin genau? Wo ist der genau hin? Da ist der eine. Wo ist der andere? Da hinten. Okay. Ja.
das machen wir so nicht. Wir machen das. Wartet mal. Rakete. Treffen wir den? Ich hoff's doch schon. Boom! Boah, 7 Schaden. Okay, sehr schön. Und Splittergranate und es ist Gasgranate. Nee, wir wollen ja gleich hier durchlaufen. Dann mal raus mit dem Ding. Wunderbar, einer ist noch da. Der andere Codex, das ist, der ist da hinten. Den sieht unser Scharfschütze nicht. Haben wir noch, wen haben wir denn noch in... Wartet mal, wir werden mal unseren Scharfschützen... Ne. Wir ziehen mal unseren Scharfschützen hierher, in der Hoffnung, dass er den anderen sieht. Natürlich. 80%. Der ist weg, super Sache. Schon beeindruckt? Und jetzt haben wir noch unsere Technikerin. Da haben wir keinen Zug mehr. Da haben wir keinen Zug mehr. Da haben wir auch keinen Zug mehr. Jetzt haben wir nur noch unsere Technikerin. Was ist da drüben? %79. Komm. Jawohl. Bewegt er sich auch nicht mehr? Munition ist gleich alle. Menace 1-5, feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Alles klar. Jetzt schauen wir mal, wie wir in den Raum reinkommen. Ich habe nämlich keinen blassen Dunst. Können wir irgendwo... Ah, da kommen wir rein. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle mal den Part. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Däumchen, schreibt mir in die Kommentare, abonniert meinen Channel, um keine Folge XCOM 2 mehr zu verpassen und seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir zur VIP vordringen. Bis dahin eine gute Zeit, euer Latan.